Was zur Hölle war das denn für ein Traum, Alter? Okay. Aber anscheinend bin ich wieder zu Hause. So wie es aussieht. Okay. Marius? Marius ist auch hier. Solange Marius hier ist, ist alles gut. Wir sehen uns bald, aber... Was zur Hölle? Warum... Anscheinend kann man jetzt in Minecraft schlafen gehen und es bleibt Nacht. Naja. Und hier war doch eigentlich mein Eingang in die Mine. Meine Sachen sind... Das sind meine normalen Sachen. Ach, komm schon, Mann. Das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ist meine Freundschaftsklinge auch noch hier? Gottes Willen. Bin ich jetzt wieder hier? Sieht irgendwie aus wie unsere Welt. Ich glaube, das kenne ich. Das kenne ich. Alright. Alright, alright, alright. Unser Community-Haus mit dem C davor. Sehr schön. Aber wo zur Hölle bin ich? Was ist das da? Okay. Irgendein kaputtes Monument oder so. Alright. Ja. Ich glaube, da sollte ich mal mit wem drüber sprechen. Das war ein bisschen weird. Weil ich glaube, das ist nicht normal, dass man über sowas träumt. Und I don't know. Okay. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder einfach nach Hause. Gucken, ob Marius noch da ist. Hey, sind meine Items überhaupt... Ja, gut, die sind noch da. Hey, meine Freundschaftsklinge. Wenigstens eine Sache, an die ich mich halten kann. Sonst habe ich ja noch nicht viele Leute hier. Okay. Gut. Aber wir müssen es auch irgendwie immer noch hinkriegen. Ist hier überhaupt mein Haus in der Nähe? Ich hoffe. Ich muss es immer noch irgendwie hinkriegen, hier Fuß zu fassen. Ich habe irgendwie gefühlt noch niemanden hier kennengelernt. Und die, die ich kennengelernt habe... Okay, ich habe einen Freund. Ich hab einen Freund. Und ich habe sonst gefühlt nur Feinde. Was ist das schon wieder? Okay. Hey, Marius. Okay, okay. Vielleicht... Vielleicht habe ich auch mehrere Freunde. Hey, ein Bacardi-Glas. Nice. Okay. Ey. Tiki. Mit Fragezeichen. Muss jetzt wirklich jetzt direkt auch noch ein Enderman kommen? Can this day chill out a bit? Ist ein bisschen... Bro. Mach's doch nicht gruseliger, als es sein muss, Mann. Okay. Was hat uns Tiki geschrieben? Oh Gott, ey. Ich hoffe, ich krieg irgendwann mal wieder eine normale Nacht zu. Nacht zu? Augen zu, in der Nacht. Yannick, Eile ist geboten. Ich habe herausgefunden, was Thomas' Ziel mit seinen Experimenten ist und es ist überaus gefährlich. Eile zur Bibliothek. Dort findest du alle Informationen, die du brauchst. Als ein Hybrid sieht Thomas mir... Die Schrift ist ab hier zu verwischt, um sie zu lesen. Als ein Hybrid. So, das heißt, ein Tiki ist...
Naja, insofern wissen wir das ja eigentlich schon, dass Tiki irgendwie ein Hybrid oder sowas in der Art ist. Das hatte er uns ja schon gesagt. Sein Hybrid sieht Thomas. Eile zur Bibliothek. Dort findest du alle Informationen, die du brauchst. Zur Bibliothek? Die habe ich doch gesehen! War das eine fucking Vision, die ich gesehen habe? Ja, moin Freunde, ich bin der, der Vision hat hier. Alles ganz entspannt. Vielleicht sollten wir auch erstmal dieser komischen roten Blutspur hier folgen oder was das auch immer sein soll. Wo die hinführt. Weil ich meine, dass die Bibliothek... Wir haben irgendwie nur so einen Steg gesehen in diesem kurzen Ausblick. War die nicht auch irgendwo in der Nähe von Tiki? Also da geht's auf jeden Fall zu Thomas. Ich werde mit Sicherheit nicht zu Thomas gehen, bevor ich überhaupt bei der Bibliothek war. Habe ich noch was zu essen? Ja. Hybriden, hä? Ich krieg Visionen, es geht um Hybriden, es geht um Experimente von Thomas. Das ist der Wahnsinn. Es hört nicht auf. Okay. Cool. Das heißt, ich darf das erste Mal, seit ich aus der Schule raus bin, wieder lesen. Poggers. Ach, vielleicht sollte ich erstmal was mampfen. Und wenn Eile geboten ist, sollte ich mich vielleicht auch ein bisschen beeilen. So, maybe. Das sieht aber sehr aus, als ob es einfach zu seinem Zuhause führen müsste. Oder? Würde ich fast sagen. Ja, das führt auch hier in die Richtung. Alright. Okay. Aber ich denke mal, dass Tiki nicht zu Hause sein wird. Wo wir es jetzt ja gerade schon mitbekommen haben, dass herausgefunden wurde, was die Experimente hier zu bedeuten haben. Aber das führt genau hier hin. Warum? Okay. Das ist immer noch so ein krasser Wasserfall. Halleluja. Okay. Aber ich meine, das war irgendwo hier hinter. Ich meine, dass wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Und das war auf jeden Fall auf dem Wasser. Weil wenn ich mich noch dran erinnere, stand da irgendwas mit treibende Bibliothek. So als würde es auf dem Wasser treiben oder so. Denke ich zumindest. Oh, guck mal, ein Skelett. Wir müssen jetzt ja nicht unbedingt hier jetzt noch einen Krieg anfangen. Ich sehe jetzt schon den Pfeil in meinem Kopf. Kann eigentlich jemand so viel Angst haben vor Monstern wie ich? Und dann Thomas als erstes kennenlernen. Absolut stark. Lieben wir. Okay. Guck mal, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Okay. Aber Hybriden. Was für Experimente? Was hat Thomas denn damit noch vor? Ich habe keine Ahnung. Aber hey, genau das habe ich in meinem Traum, Vision, Albtraum, ich weiß es selbst nicht mehr, wie ich es nennen soll. Das haben wir auf jeden Fall darin gesehen. Irgendwie. Okay. Irgendwie sowas. Okay. Ich muss da mit Tiki unbedingt mal drüber sprechen. Nachdem das hier, was jetzt gerade abgeht, vorbei ist. Treibende Bibliothek! Das ist genau das, was wir gesehen haben! Als ob! Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, Lena, Thomas, Vincent. Willkommen in der treibenden Bibliothek. Der hat sogar einfach eine Brille auf! Ist der geil. Eintritt 1 Gold pro Stunde, Tageskarte 1 Diamant. Ich streichle einfach die Katze. Ich hoffe, das reicht auch als Eintritt. Ich habe gerade nicht mehr dabei. Wie schick sieht das denn aus? Junge! Guck mal! Oh, guck mal, man könnte sich hier richtig so ein Buch nehmen und so richtig nostalgisch einfach hier eine Runde lesen. Ja, ich lese gerade ein Buch, denn ich bin sehr gebildet und ich lese gerne Bücher. Oh ja, ich lese. Mhm. Ja. Denkt ihr auch immer, ihr wärt was Besseres, wenn ihr ein Buch lest? Weil sobald ich einmal ein Buch gelesen habe, denke ich immer, ich wäre so, weiß ich nicht, Shakespeare himself gefühlt. Ist ganz komisch. Okay, also, wir sollten hier hinkommen. Und... Hey.
Was haben wir hier? Professor Aris Büro. Bitte nicht stören. Gesprächstermine. Mit Termin bitte klingeln. Naja, haben wir einen Termin? I guess. Ich klingel mal vorsichtig. Ich weiß es nicht. Hallo? Ich hoffe, ich platze jetzt hier nicht irgendwie rein. Wie mache ich das denn hier? Hallo? Hallo? Hi, ich bin Yannick. Oh, hallo. Ich bin Ari. Ich habe zwar keinen Termin und ich komme jetzt wahrscheinlich auch ziemlich ungelegen. Es klang gerade so, als ob du hier irgendwie was gerade machst und da ist ein Kopf. Mein derzeitiges Forschungsprojekt. Ah, okay. Kann ich dir denn helfen? Ich komme wegen einer Nachricht. Ich habe eine Nachricht bekommen von einem Freund Tiki. Tiki heißt er. Und er hat gesagt, ich soll mich unfassbar schnell beeilen, weil er hat irgendwas herausgefunden über Hybriden. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es klang super gruselig, weil irgendwie der Text auch mittendrin abgeschnitten war. Und ich kenne die Bücherei hier noch nicht mal. Ich bin gerade das erste Mal hier hingekommen und habe gehofft, da du so die erste Person bist, die ich hier getroffen habe, dass du vielleicht was darüber weißt? Tiki hatte mir ein Journal gegeben, das okay. Ich halt einer Person geben sollte. Und ich glaube, du bist halt diejenige Person. Ja. Schau am besten in die Truhe. Ja, da gerne. Da solltest du alles finden, was du brauchst. Die Hybriden. Ja, das ist genau das, was er erzählt hatte. Okay, sehr gut. Das ist super. Okay, wie gesagt, ich weiß nicht wie, also es stand in dem Brief nur irgendwie, dass super viel Eile geboten ist. Ich würde super gerne noch weiterreden, aber ich sehe, du bist ja auch sehr beschäftigt. Ich muss mit meiner Forschung machen. Okay. Ich kann dir leider auch nicht weiterhelfen. Alright, ich danke auf jeden Fall. Ich denke, das hilft mir schon sehr viel weiter. Ich hoffe, man spricht sich nochmal. Ja, vielleicht bis nächstes Mal. Okay, tschüss. Bitte die Tür schließen, wenn du gehst. Gerne. Okay. Puh, hey, eine neue Person. Eine sehr nette neue Person, das ist schon mal gut. Okay, ey, es wurde Nacht, super. Hey, komm, wenn wir jetzt schon ein Buch bekommen haben, egal wie viel... Okay. Egal wie viel Zeit wir hier brauchen oder wie schnell wir sein sollen, ich finde, man sollte sich auch die Zeit nehmen, dann wirklich sich hier an diesen wunderschönen Ort hier zu setzen. So, lesen wir doch mal eine Runde. Was steht denn hier? Die Hybriden. Hybriden, ihr Vorkommen. Geschichte und mehr. Eine Arbeit von Professor Harold B. Ryder. Okay, Harold B. Ryder. Als Vorwort möchte ich anmerken, dass ich selbst von menschlicher Natur bin. Jedoch haben Hybriden mich schon seit der Kindheit begleitet und ich hege großes Interesse für sie. Leider sind sie größtenteils noch unerforscht und es ist schwierig, sie zu studieren. So ist es leider der Fall, dass nur wenig über sie bekannt ist. Jedoch habe ich mich entschlossen, alles, was wir wissen, in einem Buch niederzuschreiben. Hybriden sind Wesen, die zu ihren menschlichen Genen auch die Gene eines Monsters oder Tieres aufweisen. Am weitesten verbreitet sind Schaf- und Ziegenhybriden. Bekannt sind Hybriden nur als Verbindung von zwei Wesen. Es sind keine Fälle von oder mehr bekannt. Die Entstehung von Hybriden ist immer noch ein Rätsel, da es von Natur aus unmöglich ist, Mensch und Monster zu kreuzen. Kein Wunder, dass Thomas da so ein Interesse für hat. Vermutet wird, dass Hybriden schon immer existierten und sich im Laufe der Zeit weiter mit Menschen, auch hier liegt die Vermutung, dass das Hybridengen regressiv im Körper ist, weshalb es heutzutage mehr Menschen als Hybriden gibt. In der Vergangenheit sowie auch Gegenwart haben viele Menschen versucht, sich mit Hilfe von Experimenten, sich mit verschiedensten Spezies zu kreuzen. Ich danke meinem Freund Thomas. Was? Ich danke meinem Freund Thomas für seine Studien zu diesen Gedankengängen? Er ist der Meinung, dass es möglich sein muss, die Gene von Menschen mit unmenschlichen... Wahrscheinlich sind die Seiten ein bisschen vertauscht. Wenn es wissenschaftlich belegt ist, dass dies unmöglich sein sollte. Vergangene Wissenschaftler haben viele Experimente durchgeführt. Sie haben unter anderem eine befruchtete menschliche Eizelle in einen Zombie eingesetzt, welcher nach kurzer... Naja, die Seiten sind wirklich ein bisschen durcheinander. Verdammt.
Meine Vermutung liegt hier, dass die Eizelle parasitär behandelt und es so zum Tod von beiden Organismen kommt. Jedoch gibt es keine Aufzeichnung, ob es möglich ist, sich im Laufe des Lebens selbst zu einem Hybriden zu machen. Mein guter Freund Thomas ist mit viel Leidenschaft dabei, dieses Phänomen weiter zu untersuchen. Er ist sehr an den Enderman interessiert und meint, dass eine Enderperle mehr Nutzen hat, als man zunächst annehmen mag. Wenn man Hybriden betrachtet, muss man die verschiedenen Arten betrachten. Es gibt Hybriden, die aussehen wie normale Menschen und nur ganz feine, unmenschliche Merkmale aufweisen. Am meisten verbreitet sind Tierhybriden. Die seltensten davon sind die Mushrooms. Monsterhybriden sind nochmal seltener. Am seltensten sind die Hybriden mit den Nether-Geschöpfen. Deswegen hat Tiki geschrieben, der macht Experimente an Tiki! In der Oberwelt sind nur Hybriden mit Piglins bekannt. Mit einer Vergangenheit, dass Hybriden von Menschen gejagt und ausgegrenzt worden, leben sie heute nun eher zurückgezogen. Kaum sind man Zivilisation von Menschen, wo Hybriden mitleben. Jedoch leben Hybriden untereinander friedlich und auch gemischt in Gemeinschaften. Heute regeln mehrere Gesetze, dass Hybriden nicht mehr gejagt werden dürfen, da viele ihrer Arten vom Aussterben bedroht sind. Wenn man also auf Hybriden antreffen möchte, sollte man in deren natürlichen Terrain gehen und sie respektvoll und höflich behandeln. Hey, wenigstens das habe ich gemacht. Die meisten Recherchen im Zusammenhang mit Hybriden sind immer noch am Laufen, weshalb ich immer auf den neuesten Stand bringen werde. Genauso werde ich Thomas weitere Ergebnisse von seinen Experimenten hier festhalten. Okay. Vorerst heißt es hier aber zunächst auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der nächsten Arbeit. Ach du Scheiße. Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall auch, warum Tiki gesagt hat, dass wir uns beeilen sollen. Weil Tiki wahrscheinlich in Schwierigkeiten steckt, bin ich mir ziemlich sicher. Ach du meine Güte. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist, wenn man mal darüber nachdenkt? Wir müssen zu Thomas. Und ich bin auf Thomas jetzt nicht unbedingt gut zu sprechen, ehrlich gesagt. Ach, Scheiße. Warum ertrinkt hier gerade jemand? Könnt ihr... Bruder? Kannst du bitte nicht ertrinken? Okay, also wir müssen zu Thomas. Und wir müssen ihn auf jeden Fall... So gruselig das jetzt wahrscheinlich auch alles wird, in Gottes Namen. Oh Gott, das wird hier sowieso gruselig. Oh Gott, oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Ha, ha. Gott, ist das hier ein Kreuzfeuer. Und so schlimm es ist, müssen wir ihn auf jeden Fall direkt damit konfrontieren. Ich hasse dieses Wort. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, dass Tiki überhaupt da ist. Beziehungsweise, wenn Tiki nicht da sein sollte und Thomas ganz alleine irgendwie da ist. Ach du Scheiße. Allein, wenn ich die Wand schon sehe, kriege ich Gänsehaut. Okay. Wie soll ich mich vorbereiten? Ich sollte vielleicht nicht mit dem gezückten Schwert hingehen. Ich glaube, das kommt nochmal ein bisschen komischer. Vielleicht versuche ich es erst so hintenrum. So, ich versuche erst die freundliche Schiene zu fahren. Obwohl ich weiß, was anscheinend gerade eigentlich abgeht, so wie es aussieht. Und, wo bin ich? Oh Gott. Ich glaube, das war sehr knapp. Ich kenne mich nicht so aus mit dem Zünder von so einem Creeper. Aber ich glaube, der war kurz vorm Zündeln. Stimmt, Lena müssen wir auch nochmal bald wieder treffen. Da haben wir auch nur eine Bekanntschaft mitgemacht. Zu Zeiten vom Bauamt. Als ich meines Hauses enteignet wurde. Immer noch Trauerspiel. Okay, also. Vielleicht tue ich so, als ob ich Interesse habe. Dass ich was darüber erfahren habe und es spannend finde. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß, oh Gottes Willen. Ja, bekämpft euch gegenseitig bitte. Habt Spaß miteinander, aber ohne mich. Hey, da ist er sogar. Krass. Das ist doch mal ein Timing. Wenigstens etwas. Hallihallo. Thomas? Hallo? Ich hab dich gerade noch, glaube ich, auf der... Wo bist du? Ich höre dich, aber ich sehe dich gar nicht. Oh! Hi! Hi. Ich habe eine
Kleine Frage. Ich war gerade in der Bücherei und ich habe ein interessantes Buch gefunden. Und deinen Namen tatsächlich auch gefunden. Und ich habe super Interesse daran. Ich habe was gelesen über Hybriden. Und welches Interesse? Ich finde das sehr spannend. Also das Buch klang sehr, sehr interessant. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Natürlich kann ich das. Es wundert mich nur gerade, dass gerade du da dann Interesse hast. Ja, ich weiß, ich die Bücherei ist ja noch recht frisch und ich habe da so ein bisschen drin rumgestöbert und dann habe ich halt dieses Buch gefunden über Hybriden und ich wollte einfach mal, dein Name ist da gefallen, dass du da irgendwie Experimente zu machst oder so. Und für sowas bin ich recht offen. Das würde ich gerne mir mal genauer angucken. Ich meine, ich kann dir was erzählen davon, aber momentan... Wobei, komm einfach mit. Ich komm mit. Halleluja, hast du hier ein Imperium. Naja, einem ist langweilig, aber fing dann zu bauen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und du hast einen halben Bauernhof. Verrückt. Ach du! Ja, du hast einen Bauernhof. Ich streiche das halbe. Ja, ich hatte Zeit. Okay, okay. Auf jeden Fall, ja, es stimmt. Ich habe mit so Überhybriden geforscht und ja. Nachforschungen noch angestellt. Okay. Es ist schwer zu sagen. Wie weit kennst du dich mit Hybriden eigentlich aus? Ich habe gerade irgendein Zischen gehört. Ich hatte kurz... Oh, Panik. Also ich habe so viel drüber gelesen, dass es Hybriden gibt mit verschiedenen Monstern, aber selbst sogar auch mit Monstern aus einer anderen Dimension oder so, habe ich gelesen. Herzlichen Glückwunsch, du kennst die Grundlagen. Hey! Nee, nun ja. Es gibt viele Hybriden. Hinweg von... Es gibt Schweinehybriden. Ja. Also Mensch und Schwein. Es gibt ein Schaf. Wir haben von einer Ziege gehört. Allerdings gibt es auch gewisse Höllenwesen. Ja. Die wirst du wahrscheinlich eh kennen. Die Gas, die Widder, die... Ja. Wir wissen nicht viel von diesen. Aber wir wissen auf jeden Fall eins. Tiki ist ja auch ein Hybrid. Ja, genau. Und wir haben in meiner Forschung herausgefunden, dass es partout nicht möglich ist, einen künstlichen Hybriden zu erschaffen. Allerdings glaube ich das nicht ganz. Ich glaube, es funktioniert. Und daran hast du jetzt gerade geforscht? Da forsche ich schon lange darauf. Okay. Allerdings ist das nicht gerade sicher für jeden Beteiligten. Naja, egal. Komm mit. Ja, gerne. Naja. Du hast nämlich gesagt, ich habe einen Bauernhof. Oh, ja. Ja. Oh, darf ich erwähnen? Ich finde es sehr witzig, aber auch ein bisschen makaber, dass du den einfach einen eigenen Horizont gebaut hast. Das, sehr schön, sehr schön. Okay. Naja, irgendwie müssen die auch glücklich werden. Ja, natürlich, natürlich. Naja, zu den Hybriden. Ja. Mein Forschungspartner. Ex-Forschungspartner hat mir partout einreden wollen, es sei nicht möglich, da viele Faktoren fehlen. Ja. Die Energie, die man braucht, die man bräuchte, die das Wissen, das den Aufbau eines Wesens. Das wäre viel Zeit, viele Kosten und auf jeden Fall wäre das nicht ganz ungefährlich. Wir haben ein paar Experimente versucht. Mit einem dachten wir, es würde funktionieren.
Nun ja. Sagen wir es so, diese, die alte Forschungsbasis, die gibt's nicht mehr. Okay. Aber ich habe nicht aufgehört zu forschen, denn sowas Leichtes lässt mich doch nicht los. Und du forschst auch weiterhin jetzt alleine, also dein Forschungspartner ist auch nicht mehr. Er ist auch verschwunden. Okay. Auf jeden Fall. Ja, jetzt forsche ich. Vor allem diese Höllenkreaturen faszinieren mich. Mhm. Dass Tiki ein guter Freund von mir ist, macht die Sache noch besser. Tiki hilft mir. Okay. Wenn dich das wirklich interessiert, dann musst du... Sei einfach nicht erschreckt, okay? Okay. Und denk nicht immer sofort das Böse. Mhm. Komm mit. Ui. Weiter rein. Okay. Oh. Okay. Willkommen zu meiner Forschungsstation. Okay. Aber hier sind ja eine Menge Käfige auch anscheinend leer. Natürlich. Manche Wesen halten nun mal leider nicht lange aus. Das ist ja nicht nur, dass ich übrigens... Geh weg von diesem Psychopathen! Tiki? Als du gesagt hast, dass Tiki dir hilft, dachte ich, das wäre so ein freiwilliges Ding. Freiwillig? Freiwillig? Du hast in mein Haus Alles okay. Es ist doch gar nichts okay. Nun ja. Deshalb sage ich, habe ich gesagt, erschreck dich nicht. Oh. Klar, manche Sachen sehen ein bisschen schlimmer aus, als sie eigentlich sind. Ich bin genauso schlimm, wie sie aussehen, Thomas. Auf jeden Fall. Ich denke, mit noch ein paar Tests weiß ich, wie man das schafft. Tiki hat viele er ist einfach der Schlüssel. Okay. Ich kann Hybriden damit erschaffen. Künstliche. Du könntest sein, was du willst. Das bedeutet, dass du mir Organe entnehmen müsstest. Du müsstest meinen Hybridenteil von mir nehmen. Naja. Ein Leben für viele. Für Experimente. Kann ernst sein. Tiki, wir sind doch Freunde, oder nicht? Hilfst du keinen Freund? Ich helfe. Und ich brauche Hilfe. Aber du würdest doch einen Freund nicht umbringen dafür. Umbringen, das ist ein böses Wort. Er würde ja nicht sterben. Ich meine, würde einen großen Teil meines Lebens verlieren. Das ist nicht sterben. Und du würdest sogar in die Geschichte eingehen. Bücher werden umgeschrieben. Die ersten künstlichen Hybriden. Dank einem Hybriden. Thomas, du würdest in die Geschichte eingehen als Lästerer eines Gottes. Es ist einfach schön. Sind jetzt vielleicht nicht die Worte, die ich jetzt dafür gefunden. Also es... Yannick. Ja? Du bist ein Mensch. Mhm. Genauso wie ich. Wir sind als Menschen genau nirgendwo. Denkst du, wir sind auf der untersten Stufe der Evolution? Wir sind nicht mal da. Du siehst die Skelette, du siehst die Creeper, du siehst die Zombies hier überall. Selbst die stehen höher als wir. Und glaubst du, ich will so weit unten stehen? Ich habe es fast geschafft. Glaubst du, das werde ich jetzt irgendwie ändern? Weil irgendwas moralisch verwerflich ist? Moral hat in der Wissenschaft, in Forschungen nichts. Das hat keinen Wert, keinen Namen. Glaubst du wirklich? Du bist besser als das.
Du könntest stark sein. Yannick, ich will nicht zu böse sein, als ich es schon war. Aber wenn man alle hier vergleicht, du wärst der Erste, der vom Erdboden verschwindet. Ich meine, das erste Treffen mit uns, Mensch gegen Mensch. Glaub mir, hätte ich dich töten wollen, dann wärst du tot. Glaubst du, nur ein Fall hätte ich getroffen? Aber nein. Und das sag ich, ein Mensch. Jetzt stell dir vor, Tiki, der Gott, plant irgendwas. Meint, größenwahnsinnig zu werden und einfach alle zu vernichten. Nur wenn man an seinen Glauben nicht denkt. Was würdest du dann tun? Du könntest nichts tun. Ja, ich denke genau daran, wer dir geholfen hat und wer dich töten wollte. Und überleg nochmal, was hier gutherzig ist. Naja. Ja. Aber ich überlege jetzt gerade. Du hattest davon gesprochen, dass du das alles angefangen hast mit einem Laborpartner. Ja. Das heißt, ihr habt euch schon unter die Arme gegriffen. Ja. Und den gibt's ja nicht mehr. Richtig, denke ich zumindest. Also gäbe es jetzt ja eine Stelle, dass dir jemand unter die Arme greifen könnte. Ja, eigentlich schon. Hey, das tust du gerade nicht. Kommt nur darauf an, wie wichtig du wärst für mich. Ich meine, wenn du mit voller Begeisterung mitgehst, mithilfst, dann wärst du natürlich der Gehilfe. Dann würdest du genauso in den Büchern stehen. Und kommt drauf an. Je nachdem, was deine Arbeit ist, vielleicht stehst du als erster Name in diesem Buch. Vielleicht bist du auch dann der Hauptforscher. Okay. Dann lass uns das doch erstmal fest. Lass uns erstmal hier rausgehen. Ich glaube, das ist alles hier ein bisschen sehr aufgeladen gerade. Du Verletzer! Lass uns das doch erstmal festhalten. Und wir sollten nochmal zusammensetzen und sollten nochmal richtig unsere Ideen zusammenbringen, wie man da weiter vorgehen könnte. Wie ich dir helfen könnte, wie wir irgendwie an dem zusammen weiter entwickeln, entdecken können. Und wie wir uns einander helfen können. Okay. Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal kurz nach Hause gehen und würde das da auch erstmal alles soweit niederschreiben, was ich jetzt auch alles von dir noch mitbekommen habe. Und dann würde ich einfach nochmal wiederkommen mit einem Angebot. Und dann können wir ja darüber mal sprechen. Klingt das gut? Sagen wir so, das Vertrauen in dir, das fehlt mir. Aber ausnahmsweise, weil okay. Ich einen guten Tag habe, weil ich allein schon weit gekommen bin. Wie gesagt, ich versuche dir so stark wie möglich irgendwie weiterzuhelfen hiermit. Ich habe jetzt ja auch schon durch das Buch ein bisschen was lernen können, gerade jetzt von dir jetzt ja noch mehr. Ich glaube, das kann sehr spannend werden. Das wäre es. Okay. Wenn es nicht schon wieder so schief geht. Verspreche ich dir, das wird nicht schief gehen. Die Endermen sind wieder böse. Hat das eigentlich irgendwas mit was Speziellem zu tun? Sind das die Endermen? Ja, oder insgesamt, so sind so Nether-Kreaturen. Hat das irgendwas mit deiner Aura zu tun? Es wirkt dir irgendwie so, dass du gerade an ihm vorbeigelaufen bist, plötzlich das dann so... Naja. Nun ja, sagen wir es so, sie verfolgen mich schon eine lange Zeit. Okay. Gut.
Danke sehr auf jeden Fall für die ganzen Infos. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal nach Hause gehen, werde das nochmal einmal so ein bisschen strukturieren und ich denke, das kann sehr, sehr spannend werden für die Zukunft. Das glaube ich auch. Okay. Na dann, ich höre von dir. Jawohl, bis dahin. Ach du heilige Scheiße, Mann! Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass Tiki mit Lena in Kontakt stand. Das ist das, was ich weiß. Und anscheinend ja auch mit Ari zusammen, weil die haben ja auch irgendwie was besprochen. Sonst hätte Ari das Buch ja nicht gehabt. Boah, ich fange jetzt immer noch an zu zittern, weil ich drüber nachdenke, wie ruhig ich gerade geblieben bin. Da in dem Punkt, wie Tiki da in dieser Zelle war, Alter. Das ist absolut krank, Mann. Aber ich kann Thomas überhaupt nicht mehr einschätzen. Von der ersten Sekunde an war da schon irgendwie was komisch. Ich habe jetzt nur die ganze Zeit versucht, irgendwie in so eine Angebotsphase zu kommen. Weil, oh Gott. Weil ich muss das Lena erzählen. Wir müssen irgendwie da unten reinkommen. Ich muss es irgendwie hinkriegen. Tiki wird jetzt denken, dass ich gegen ihn stehe, aber eigentlich will ich ihn da ja rausholen. Wir haben Besuch. Hallo. Aber das schaffe ich doch nicht alleine. Hätte ich da jetzt versucht, irgendwie was gegen zu tun, dann... Das kann... Ich kann das nicht alleine. Das ist zu viel. Das war unten in einer geheimen Basis, die überall geschützt ist. Man kommt zu Thomas ja noch nicht mal rein. Wir brauchen einen Plan, da irgendwie reinzukommen, um Tiki rauszuholen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Boah, ich wüsste doch nicht mal, wo ich anfangen soll zu suchen. Ich meine, Lena war irgendwo, aber hatte die nicht auch ein anderes Haus? Gott, ich habe noch nie wirklich mit der gesprochen, außer beim Bauamt. Und oh, der Server ist so riesig. Aber was ist das da hinten? Was ist das hier? Achtung, geh keinen Schritt weiter. Ist hier noch ein Experiment von Thomas? Dreh sofort um, du solltest hier nicht sein. Dies ist die letzte Warnung. Verschwinde. Man stellt das doch hier nicht alles auf und dann denkt man, dass ich... Wieder diese Wither-Rose. Hab ich die nicht in meinem Traum gesehen? Was ist das hier? Wieder diese Spur. Du solltest nicht hier sein. Türen unter allen Umständen geschlossen halten. Sollte etwas entkommen, gibt's Konsequenzen. Die Dimensionen sind eins? Was ist das hier? Und was sollte entkommen? Ich habe es versprochen. Bald ist es soweit. Der Smiley? Ich brauche mehr. Vergib mir? Wissen aus Macht und Macht bedeutet Kontrolle. Und hier geht's zur Mine. Die Narren brauche ich nicht mehr.
wieder dieses Zeichen. Oh Gott, wir müssen hier verschwinden, Mann. Was zur Hölle? Ey, es kann doch nicht angehen, dass wir heute alleine irgendwie so eine kranke Scheiße mit Thomas feststellen oder finden. Ich irgendwas in so einem Buch lese, dann landen wir plötzlich in irgendeiner komischen Base hier. Was zur Hölle ist das denn? Und wer ist...